Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Ich bin hier im Wald bei Simmelsdorf und heute möchten wir die allerletzte Tür öffnen beim verrückten Adventskalender, das große Finale. Es wurde schon lange herbeigesehnt. Die letzten Tage wurden einige Videos hier von der GEMA gesperrt, doch heute lassen wir uns nicht stören. Ich bin gespannt, was heute auf mich wartet. Los geht's! Es ist so eine wunderbare Ruhe hier am Heiligabendnachmittag im Wald. Doch jetzt gibt es die letzte Aufgabe des verrückten Adventskalenders und die sagt also, ich soll nach Schneidach reinfahren und dort soll ich von fremden Personen mindestens 2 Euro verdienen. Also irgendwie einsammeln, betteln, die Leute anfragen, vielleicht auch klauen von der Handtasche. Je nachdem, ich soll 2 Euro einsammeln von fremden Personen bis Einbruch der Dunkelheit. Ich habe dafür 3 Versuche und ich soll in diesem Outfit auftreten. Das ist unsere nachgereichte Nikolaus-Spezialaufgabe, die wir am 6. Dezember nicht verfilmen konnten wegen schlechten Wetters. Deshalb jetzt also an Heiligabend. Ob mir das jetzt gelingt, seht ihr im folgenden Beitrag. Los geht's! An ihn, seit ich 3 years old war. Wenn kam, wurde mir warm ums Herz, obwohl es cold war. He said, excuse me, little Kanye, I think you should know me. My name is Santa, yay, der Schlitten-Homie. And from that point on, I never dropped him off. Ich hatte die Story von dem Weihnachtsmann immer im Kopf. Vielleicht was Papa nur in Bademantelmontur, but he kept me waiting, ob wiederkommt auf seiner Tour. And when I grew up, I hoped that he would come downtown. Ich blickte nachts zum Fenster raus, besser mal schauen. Ich sagte, Santa, in my heart is where you always be. Ich glaub noch immer an dich, Santa, yeah, I still believe. So wenn du dies Jahr nochmal kommen könntest, wär der Hit. No matter ob allein mit Rentier, zu zweit oder dritt. And then wenn du kommst, Santa, where ich frage dich, yeah, wie wär's, du bringst einen Haufen again. Geschenke mit. Do you know he comes to town again? Santa Claus coming to town again. Yeah, Santa Claus and his reindeer with the red nose. You should know he comes to town again. Santa Claus coming to town again. Santa in town again. Baby, bald ist Weihnachten. Jo, eine interessante Aufgabe. Das waren also fremde Personen, die dort im Video zu sehen waren. Also da war gar nichts abgesprochen oder so. Die Frau hat mir am Ende in der Nähe vom Schneidacher Bahnhof 3 Euro sogar in die Hand gedrückt. Da war also nichts abgesprochen mit der Frau. Das wird die Regie und anwesende Passanten sogar bestätigen können, dass diese 3 Euro völlig unabhängig überreicht worden sind an mich. Ich werde die natürlich nicht selbst für mich behalten, sondern die werden wir in einen Topf werfen für einen guten Zweck. Die werden also gespendet. So hat diese Sendung also doch noch etwas Gutes bewirkt heute am Heiligabend. Jo, ich freue mich, dass ihr alle zugeschaut habt im Laufe dieser Adventszeit. Es sind ein paar Türchen gesperrt worden von der GEMA, habe ich ja am Anfang der Sendung heute schon gesagt. Wir werden versuchen, dass diese wieder freigegeben werden in den nächsten Tagen. Ja, falls ihr irgendeine Tür verpasst habt hier beim verrückten Adventskalender, schaut am besten auf hdf.tv.gg. Dort haben wir jetzt eine Rubrik Adventskalender 2012 und da habt ihr alle Folgen nochmal in einer langen Liste. Da könnt ihr jetzt beliebig an den Feiertagen auswählen, welche Folge ihr nicht gesehen habt und könnt sie auch nachträglich anschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr wart ein tolles Publikum die gesamte Adventszeit über. Ob ihr jetzt aus Nürnberg und Umgebung zugeschaut habt, aus Hersbruck, aus Lauf und Umgebung, aus Neunkirchen, aus Schneidach, aus Simmelsdorf oder aus Gräfenberg, es spielt gar keine Rolle. Ihr alle wart dabei aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich und auch ein Niederländer hat uns eingeschaltet. Ja, war eine super Sache, der verrückte Adventskalender. Eventuell wird er im Dezember 2013 dann zum 4. Mal ausgestrahlt. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich wünsche euch natürlich ein ganz tolles, frohes Weihnachtsfest. Eine gute Zeit, genießt die Zeit, feiert schön mit der Familie und lasst euch gut beschenken. Wir warten jetzt hier aufs Christkind. Ich feiere jetzt im Wald die Waldweihnacht und hier ist euer Abspann mit den Szenen aus den Vorgärten und einige Bilder aus der Gemeinde Simmelsdorf. Viel Spaß und macht's gut. Servus, wir sehen uns.